Heute koche ich für euch mit einer Zutat frisch aus dem Meer. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dabei. Moin moin und bonjour aus Frankreich. Ja, heute koche ich ein Gericht aus frischen Kreletten. Und das Tollste daran ist, nur für mich esse ich heute ganz allein. Das Gericht ist etwas langwieriger, nicht schnell, sondern ich brauche dafür ein bisschen Zeit, aber ich bin ja im Urlaub und das gönne ich mir heute mal. Meine Zutaten sind die frischen Krevetten, Kräuter aus der Provence, die haben wir noch frisch in Avignon gekauft, Olivenöl, Knoblauch, Zitrone, Weißwein, gehackte Tomaten, Salz, Pfeffer. So, dann beginne ich mal. Die erste Aktion ist bereits getan. Ich habe die Krevetten gewaschen. Jetzt werden die Krevetten gepult. Los geht's. Dazu habe ich einmal die gewaschenen Krevetten, das Schälchen für die Krevetten und ein zweites Schälchen für die wertvollen Schalen. Was ich damit gleich mache, zeige ich euch. Man nehme die Krevette, macht den Kopf ab, den Schwanz ab und entfernt die Hülle. Letzte. Kopf ab, Schwanz ab und die Hülle entfernen. Das waren 500 Gramm Krevetten. Das war eine Viertelstunde Pool. Das Wichtigste an meinem Rezept ist jetzt, dass ich die Krevetten kalt stelle. Die kommen erst ganz zum Schluss kurz in die Soße hinein. Jetzt geht es daran, das Beste von diesen Schalen, nämlich daraus eine tolle Fischsuppe zu kochen. Und zwar mit Weißwein, Knoblauch, Zitronen und den Kräutern. Und dann geht's weiter. Es geht weiter mit dem Knoblauch. Ich nehme zwei Zehen. Oh, das ist nach Bedarf. Knoblauch wird nur ganz grob geschnitten und zu den Schalen hinzugegeben. Außerdem eine abgewaschene Zitrone. Gebe ich etwas Kräuter hinzu. Circa ein Esslöffel. Dann würze ich noch mit Salz und Pfeffer. Jetzt kommt der Weißwein hinzu. Jetzt kommt der Weißwein zu den Krevetten. Und das Gute ist, um die Kochzeit zu überbrücken, gönne ich mir auch ein Glas Weißwein. Kommt nun auf den Herd und wird geköchelt. Ich denke mal so 30 Minuten. Ich zeige euch mal, wie das hier köchelt. Das riecht auch schon ganz lecker. Das soll jetzt richtig schön ausköcheln. Ich möchte den schönen Fischgeschmack in der Soße haben. Als nächsten Schritt bereite ich meine Soße zu. Dazu brauche ich gehackte Tomaten. Und noch wiederum etwas Knoblauch. Diesen Knoblauch hacke ich klein, der wird nachher im Olivenöl in der Pfanne angebraten. Die Krevetten haben jetzt eine halbe Stunde gekocht. Sie werden jetzt durch ein Sieb gegossen und dann geht's weiter. In den Topf gebe ich Olivenöl und als erstes kommt der Knoblauch dazu. Die ausgekochten Schalen kommen jetzt in den Müll. Sie haben ihre Schuldigkeit getan. Zu dem angerösteten Knoblauch kommen jetzt die gehackten Tomaten. Und
final der geschmackvolle Fisch sein. Das köchelt jetzt auch noch mal 15 Minuten. Mein leckerer Tomatensud köchelt. Und jetzt kommen die Krevetten für 2 bis 3 Minuten zum Aufwärmen hinein. Nun ist das Gericht fertig und es kann serviert werden. Meine Krevetten in Weißwein-Tomatensauce. Das war mein leckeres Urlaubsgericht Krevetten in Tomatensauce. Das lasse ich mir gleich mit frischem französischem Baguette und einem gekühlten Weißwein schmecken. Was Thomas heute isst, weiß ich nicht. Ich hab genug zum Essen. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein kostenloses Abo. Ich sage Bon Appetit, au revoir, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Auflösung: Der Thomas muss auch nicht hungern. Der hat sich einfach eine Pizza geholt.